Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe meine Vlogging-Kamera ausgepackt, weil ich dachte mir mal, Anja, du hast lange keinen Vlog mehr gemacht. Und der, also was heißt lange, ich habe hier nur einen Vlog. Ja, einen Vlog. Und der war irgendwie total Katastrophe, weil ich einfach so viel Müll gefilmt habe. Und deswegen will ich mich heute nochmal an den Versuch starten, wenn man das so nennen kann. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, der Vlog wird ein bisschen besser als der andere. Ihr könnt ihn euch schon mal angucken. Das ist schon länger her. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Jahr her, bestimmt. Ja. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt fertig. Wir haben 7.19 Uhr. Ich habe mich jetzt schon geschminkt. Ich muss jetzt noch meine Haare machen, ein paar Sachen packen. Denn für mich geht es heute nach München und ich freue mich mega. Ich verrate noch nicht, was kommt. Das werdet ihr dann sehen. Also ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Ja. Erstmal muss ich nach Köln fahren. Gar keinen Bock. Ich fahre das immer so lange. Und dann fliege ich mit André nach München. Und das wird richtig, richtig, richtig nice. Und Freitag fliegen wir dann wieder zurück und dann bin ich wieder zu Hause. Ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt weiter fertig und dann melde ich mich gleich. So Leute, ich bin jetzt fertig. Jetzt muss ich diese dummen Treppen nach unten gehen. Auf jeden Fall bin ich jetzt ready, nehme jetzt meinen Bus und dann geht's nach Köln. Ich freue mich schon mega, ey. Ich bin so aufgeregt. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen mitgenommen, die ich dann da anziehen werde. Mal gucken, was ich noch anziehe. Auf jeden Fall, mir ist richtig warm und ich habe meine Kopfhörer vergessen. Also ich habe die nicht gefunden. Und jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwo billig Kopfhörer herkriege, weil ich kann nicht ohne Kopfhörer. Das ist so schlimm, ne? Boah, dann drehe ich echt am Rad. So Leute, ich bin jetzt in München angekommen. Jetzt seht ihr mich im Spiegel. Ja, ich habe mir auch schon was Passendes angezogen. Das heißt passend. Es ist sehr warm hier in Köln, war es mega kalt irgendwie. Und ich hatte halt einfach so eine lange Hose an, so eine Jeans. Und einfach ein weißes Top und meine pinke Jacke. Und jetzt habe ich mir halt was anderes angezogen. Ich weiß aber nicht, ob ich so gehen soll. Es kommen wieder so Mädchenprobleme. Und zwar, mein Problem ist gerade, ob ich vielleicht doch eine Hose anziehen soll, aber ich will nicht, weil das immer das Gleiche ist. Aber jetzt habe ich halt so ein... Ach, wie sieht man das vielleicht so besser? Seht ihr das? Ich habe halt so einen dunkelgrünen Hoodie an. Ist halt ein bisschen kürzer geschnitten. Und halt einen Rock, einen Jeansrock und schwarze hohe Schuhe. Weil ich liebe, die sind so bequem. Und meine Tasche natürlich. So, und ich weiß nicht, ob ich das Oberteil anlassen soll. Eigentlich ist es zu warm, aber ich finde, ich habe schon so Rock und hohe Schuhe an. Und ich will jetzt nicht ja, ganz so sexy sein, also ganz nicht ganz so aufreizend sein. Weil ich hätte eigentlich das Top hier, das Top, das Oberteil, ist halt so langärmlich und schulterfrei. Ist voll schön, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Ich finde, was sagt ihr? Ich finde, das Outfit ist eigentlich ganz nice, oder? Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir die Haare offen machen soll oder einen Zopf machen soll. Auf jeden Fall habe ich voll das geile Zimmer, ist so schön hier. Hier ist so ein Balkon und nebenan, das ist einfach so eine Terrasse und ich kann einfach in ein anderes Zimmer gucken. Das ist so creepy. Und ja, das ist das Bett. Das ist jetzt unordentlich. Und ich bin mega aufgeregt, denn gleich, ihr wisst ja noch gar nicht, wohin ich gehe. Und zwar gehe ich gleich, also wir fahren gleich dahin, zum 30-jähriges Jubiläum von Dirty Dancing. Und ich werde dann in den Livestream sein von, ich weiß jetzt nicht, ob das von RTL 2 ist oder von Curvy Supermodel. Auf jeden Fall sind die dort auch, die Jury davon auf jeden Fall und ich glaube Finalisten, ich weiß jetzt nicht genau, ich lasse mich überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, alle dort kennenzulernen und ich bin auch mega aufgeregt. Deswegen weiß ich auch gar nicht, was mich jetzt genauso erwartet, das werde ich dann gleich sehen. Und deswegen, ja,
glaube, sonst habe ich auch nichts mehr zum Reden, oder? Apropos, viele haben mich gefragt, warum jetzt kein Video mehr kam. Oder viele wundern sich auch bestimmt, warum jetzt keine Videos kamen. Und zwar ist letzte Woche mein Hund gestorben. Also wir mussten ihn halt einschläfern lassen, weil er sehr krank war. Er hatte Herzprobleme, hatte ständig einen Herzinfarkt. Und er hat sich halt voll gequält. Er hat nur gejault vor Schmerzen richtig. Er hat sich richtig gekrümmt vor Schmerzen. Und das wäre einfach egoistisch von uns, wenn wir den halt noch behalten hätten, nur weil wir jetzt ihn nicht verlassen wollen oder das halt nicht einsehen können, dass er ja halt jetzt gehen muss. Und deswegen haben wir uns entschieden, den einschläfern zu lassen, was natürlich schmerzhaft ist, aber für mich auch einfach von der Psyche her besser ist, weil ich weiß jetzt einfach, dass der Hund sich nicht mehr quält und das ist mir wichtig. Und ja, es ist halt sehr schwer ohne ihn. Ich bin halt mit ihm aufgewachsen. Er ist 10 Jahre alt geworden, war eine französische Bulldogge. Und wir haben alles versucht. Es konnte leider auch gar nichts mehr gemacht werden. Und das war sehr traurig für uns. Und deswegen wollte ich mir einfach ein bisschen Zeit lassen mit Posting. Und also ich habe schon ein bisschen gepostet. Aber jetzt mit Videos wollte ich halt ein bisschen warten. Ich habe ein bisschen Stress. Also ich muss üben. Und, so viele Sachen einfach. Auf jeden Fall, ja, wisst ihr Bescheid, warum jetzt kein Video kam. Aber es geht jetzt wieder ganz normal weiter, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, ne? Und ich werde jetzt auf jeden Fall losdüsen. Und dann sehen wir uns gleich. Hey Leute, ich bin wieder back. Ich bin so müde, das glaubt ihr mir gar nicht, ne? Wir haben jetzt 8 Uhr, ich kann es gar nicht lesen von den 8.10 Uhr. Ich bin jetzt noch hier im Hotel in München. Und es ist so warm hier. Es ist extrem warm. Ich habe jetzt nicht so viel zum Anziehen, also nur so längere Sachen. Ziehe ich einfach das an. Eine Hose und schwarze Schuhe. Ja, und zwar wollte ich mich hier entschuldigen. Ich wollte euch eigentlich gezeigt haben, was da passiert gestern, was passiert ist, bla bla. Also nichts Schlimmes, ne? Ich erzähle euch jetzt so ein bisschen, was ich da gemacht habe. Und zwar sind wir sind wir zum RTL 2 gefahren. Und die haben halt das 30-jährige Jubiläum gefeiert von Dirty Dancing. Und Kirby Supermodel war auch da, also 3 Kandidaten auf jeden Fall. Und die 2 von der Jury, einmal Payman und ich weiß jetzt nicht, Carlo oder so. Also auf jeden Fall die 2 Männer. Und wir saßen halt auf der Couch und noch eine Bloggerin, eine Fitnessbloggerin. Ich glaube, die hieß Lou. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Auf jeden Fall haben wir einen Livestream gemacht auf Facebook auf der Seite Curvy Supermodel. Also auf der Facebook-Seite von denen haben wir halt einen Livestream gemacht und haben ein bisschen gequatscht, haben den Film zusammen geguckt und voll viele haben auch dann so geschrieben Team Enya und sorry, dass ich so behindert aussehe, ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, auf jeden Fall haben voll viele da reingeschrieben Team Enya, so richtig süß, ey. Und da kam abends auch noch jemand, um halt ein Foto zu machen. Und die ist extra bis nach, das war nicht genau in München, ist ein bisschen weiter gewesen. Ist dann extra dahin gefahren. Ich weiß nicht, wie sie herausbekommen hat, wo ich bin, aber ist krass. Also ich hätte es niemals rausbekommen, oh mein Gott. Auf jeden Fall gut recherchiert. Ja, also ich kam dann, wie gesagt, halt nicht so wirklich zum Filmen dort. Und weil Kamerateam, bla bla, war halt voll alles durcheinander. Viele Leute da. Und ich weiß jetzt nicht, wenn ich da gefilmt hätte. Einfach, also waren ja halt Leute, die jetzt auch nicht vor der Kamera waren. Also sehr viele Leute. Und man hätte dann die im Video gesehen. Weil, wenn ich euch gezeigt hätte, was da alles ist, wären die mit aufs Video gewesen. Und ich weiß nicht, ob die das so wollen.
Und nachher wollten die das gar nicht und sehen sich dann und das ist natürlich nicht okay. Und dann würde ich halt Problems kriegen, aber das wollen wir ja nicht, deswegen habe ich halt nicht gefilmt. Aber ich kann euch, ich weiß ja nicht, könnt ihr mir mal sagen, wie lange so ein, ich weiß ja selber nicht, wir haben jetzt Freitag einen Tag danach. Ich muss gleich mal gucken, ob das, wenn ich das Video am Samstag hochstellen werde, ob das, ob der Livestream immer noch vorhanden ist. Wisst ihr das? Kann man den so immer drin lassen bei Facebook? Weil dann, wenn ja, beantwortet mir die Frage trotzdem mal. Aber wenn ich sehe, der ist noch drin, dann verlinke ich euch den in der Infobox. Also, damit ihr Bescheid wisst, dann könnt ihr euch den angucken. Und das war mega lustig. Oh mein Gott, das war so witzig, Leute. Das hat so Bock gemacht. Die hatten sogar ihre eigene Torte. Aber die war so geil. Ich liebe Torten. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier. Im Hotel, ich liege gerade im Bett. Da sind noch Mc's Sachen. Wir haben uns gestern Abend erstmal was von Mc's geholt. Und ich würde sagen, ich beende das Video jetzt.